Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Deponia Let's Play. Ja, gefühlte 100 Jahre habe ich kein Deponia mehr gespielt, aber jetzt habe ich die Zeit wieder gefunden, die Motivation, und ich habe mir sogar, ich war fleißig, habe mir die letzten zwei Parts angeguckt. Naja, angeguckt kann man nicht wirklich sagen, ich habe sie mir eigentlich eher so, so ein bisschen durchgeswitcht, um noch mal ein bisschen was zu sehen. Und da ist mir noch eine Idee gekommen, und zwar muss ich gerade mal hier meine W-Taste sauber machen. Das. So, genau, jetzt sind wir wieder zurück, und wir hatten ja die Coupons, mit denen wir was verschicken können. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Oh nein, das arme Kätzchen. Oh, die armen Kätzchen. Das ist auf jeden Fall am Lecken. Das andere Kätzchen ist am Laufen. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Und jetzt gehen wir mal hoch. Was? Da ist er wieder. Das hat uns jetzt gebracht. Haben wir die Gutscheine noch? Die haben wir noch. Das war's jetzt. Hi! Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Probieren wir das einfach an. Bis später. Probieren wir das einfach nochmal. Ich habe hier diese Geschenke. Ein leichtes Geben. Adresse. Was? Die Katze. Oh Mann, die tut mir voll leid. Okay. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Vielleicht müssen wir irgendwie die großen Tauben dazu bringen, zu fliegen. Aber wir haben kein besseres Gewicht. Vielleicht können wir mal den Katzen hier ein Espresso geben. Espresso, nicht Espresso. Espresso geben, hier, dann leckt die das ganze Ding ab. Stimmt. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Oh nee, das wollte ich jetzt nicht. Und die armen Katzen taten mir so leid jetzt. Guck mal, die hat da geweint. Jetzt hat die in Augen. Was gibst du der? Es wurden keine Tiere beim Dreh verletzt. Keine Tiere wurden seelisch oder körperlich misshandelt. Um das klarzustellen. Ja. Probieren wir es einfach nochmal. Hi! Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Bis später. Ja, ich muss ja erst so was machen. So. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine. Eingebe Adresse. Was? Und jetzt gucken wir mal die andere Katze an. Jetzt hat sie drei abgeleckt. Und Frankierung wird gescannt. Fehler. Das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner
Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick. Hehe, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Jetzt geht die da unten, wir müssen wahrscheinlich die von oben kriegen, ne? Gucken wir nochmal. Wir müssen wahrscheinlich die von die Fette hier finden. Das Erdmagnetfeld vielleicht, ich probiere das jetzt einfach mal. Wie ging das denn nochmal? Knopf. Jetzt sind die nämlich kaputt. Jetzt gehen wir mal auf. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Genau. Und dann gehen wir nochmal runter und dann probieren wir das einfach nochmal. Der Job ist gut. So, hier die Coupon. Ich habe... Probieren wir es mal so. Wenn die jetzt kaputt sind, ich weiß nicht, was das ändert. Frankierung wird gescannt. Wahrscheinlich ändert das nichts, nur bei der großen Taube, die kann es dann nicht mehr tragen oder so. Fehler, der Paketauffüllung. Genau, Knickerfolie. Knick, ein Mittel. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Oh, scheiße. Und jetzt, da? Ist die jetzt vielleicht vor die Ponia gelandet? Ich gucke einfach mal ganz schnell. Taubilein ist nicht da. Ich schätze mal, die große Taube, die kann das dann gar nicht. Müssen wir es jetzt irgendwie hinkriegen, dass die große Taube das macht. Aber die Katze jetzt... Können wir die jetzt nochmal mit Espresso aufnehmen? Nee, warte mal. Naja. Warte mal. Nee, sie ist noch da oben. Ah, okay, ich dachte, jetzt hätten wir sie so weggekriegt. Gut, nee, dann nehmen wir nochmal... Was machen wir das nochmal? Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Kriegen wir das denn dann sonst hin? Haben wir noch die andere Katze? Das jetzt einfach mal... Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer... Genau, solltest du. Ich überspringe das immer mal ein bisschen. Das ist nämlich ein bisschen, nervig. Ich habe hier diese Geschenke... Yep. Geschenk ein, leicht geben. Adresse. Was? Absolut. Oh Gott, die gibt ja Gas. Oh, jetzt hat sie nur 2. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Taube auf. Mal sehen, die Kleine müsste jetzt los. Die ist wahrscheinlich kaputt, aber schafft das trotzdem, oder? Die schafft das trotzdem. Die Katze ist also zu schnell. Können wir die irgendwie verlangsamen? Zahnbohrer. Das habt ihr jetzt alle nicht gesehen. Ich quäle keine. Und im Gegenzug helfen... Genau. Au! Jetzt hab blödes... Den Narko. Ich guck mal, wenn die vielleicht ein bisschen langsamer machen. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Alles passt ja. Und jetzt nochmal vielleicht? Wie entspannt sie auf einmal ist. Das ist cool. Und jetzt, ne? Jetzt vielleicht. Bitte. Jetzt glaube ich, dass es passt. Bis von daher überspringe ich das mal nicht. Jetzt müsste es doch eigentlich packen. Passen. So, jetzt knickt die wahrscheinlich 4 drauf. Und dann muss die große Taube ran. Und dann fliegt die hier hin. Auf die Schnauze. Mal gucken.
Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Oh yeah. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Dann mal los, Taubchen. Die sieht schon so kaputt aus. Ich glaube, die packt das nicht. Ja, wie? Die hat es jetzt auch geschafft, oder was? Vielleicht machen wir einfach mal die Katze da unten ganz schnell und die andere ganz langsam. Vielleicht bringt das ja was. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Genau, und dann läuft sie schneller. Hey, ich sollte... Genau. Jetzt sieht die unten so aus und die andere machen wir mal ein bisschen so. Sie sollte... Genau, und jetzt gucken wir mal an. Wie entspannt sie auf einmal ist. So ein kleines Bläschen ist ja süß. Na, gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Die sind alle noch da. Wir müssen das halt einfach jetzt ein bisschen probieren. Die ganze Zeit. Ich habe hier... Da überspringe ich das mal. Auch wenn's... Was? Ja, komm. Auch wenn's richtig wäre. Mal sehen. Vielleicht schafft ihr das jetzt ja kein einziges Mal zu. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Wow, ganz ruhig. Vielleicht reden wir nochmal? Bitte. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten-Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Das hatten wir. Bis später. Aber schon mal. Wollen wir das einfach nochmal probieren? Vielleicht muss man es jetzt rüber probieren. Ich habe mein Schaden. Gut ist ja nicht, ne? Mal sehen, probieren wir es einfach nochmal. Frankierung. Fehler, das Paket ist doppelt unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Mist.